Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder. Nils Gajowi mit dem versprochenen vierten Teil der Jahresauftaktserie. Was ist los im Zahltagdepot? Wo gibt es noch Chancen? Wo gibt es eventuell Risiken? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Im letzten Teil geht es heute um die Branchen Einzelhandel und Lebensmittel. Also das, was jeder im Prinzip jeden Tag braucht, irgendwas zu essen, irgendwas anzuziehen. Ich habe aus dieser Branche, aus diesen Branchen im vergangenen Jahr groß einkaufen können, denn wer sich die Charts von den großen Lebensmittelunternehmen und den großen Handelsunternehmen anschaut, der wird feststellen, dass es da 2017 reichlich Shoppinggelegenheiten gegeben hat. Und wenn man das einigermaßen gut getimt hat, dann sind einige Titel auch richtig gut gelaufen. Beispielsweise habe ich bei Target eingekauft, ich habe die JM Smucker Aktie gekauft, ich habe Footlocker gekauft, ich habe seit langem im Depot Standardtitel, wie beispielsweise auch eine Altria, die in die Genussmittelbranche gehört, oder die Coca-Cola als Getränkeproduzenten, die laufen wie Schmitz Katze. Da ist auch nicht viel zu holen, die sind im Augenblick auch recht teuer, die würde ich jetzt nicht mehr nachkaufen. Gleiches trifft zu auf Footlocker oder Petmed Express, zwei Titel, die auch ganz solide in meinem Zahltagdepot vor sich hin arbeiten. Aber es gibt auch drei Titel, die angesichts der wackeligen Zeiten, die jetzt gerade anzubrechen scheinen im Aktienmarkt, ein solides Dividendenpotenzial bieten und gleichzeitig wenig Abwärtspotenzial, jedenfalls nach heutiger Einschätzung der Dinge. Das sind keine Höhenflieger, wenn es um den Aktienkurs geht, und es sind auch keine High-Yielder, wenn es um die Dividendenrendite geht, eher ganz normale Standardwerte. Fangen wir an. Der erste Titel. Hanesbrands. Hanesbrands Aktienkürzel ist HBI, ist ein Unternehmen, das 1901 gegründet wurde, in North Carolina ansässig ist, und viele Menschen kennen dieses Produkt oder diese Firma, denn dazu gehören so Marken wie Hanes, wie Champion, wie Playtex, Bali, Just My Size und vieles mehr. Die Jungs machen Unterwäsche. Angefangen haben sie also mit ganz normaler Damen- und Herrenunterwäsche. Klassische Boxershorts, könnte man sagen, aber die sind eben nicht nur Produzent, sondern die haben auch viele Sachen neu entwickelt, beispielsweise die Marke Playtex mit dem Wonderbra, das kommt aus dem Hause Hanesbrands, und auch der Sport-BH wurde von Hanesbrands erfunden. Patentiert wurden auch auf Sportbekleidung die ganzen Marken für schweißabsorbierende Trikots, die man beispielsweise heute überall zu kaufen bekommt. Da sind die wirklich gut aufgestellt, sind innovativ. Das Besondere an Hanesbrands ist, dass sie vertikal integriert sind. Das heißt, sie produzieren das, was sie verkaufen, auch selbst. Das ist ja im Textileinzelhandel durchaus nicht immer so. Man kann es online kaufen, die Produkte, über eine Webseite oder auch in jedem sortierten Supermarkt. Also man kriegt die Hanesbrands Unterwäsche auch bei Walmart in Amerika. Und in Deutschland kann man es zumindest online kaufen oder eben auch im gut sortierten Fachhandel ordern bzw. einkaufen. Was bietet die Aktie? Sie ist in den letzten Jahren, das Unternehmen ist in den letzten Jahren stark expandiert, unter anderem in Europa, in Übersee, also Australien vor allem, aber auch in Asien hat man große Expansionspläne umgesetzt. Dadurch ist die Verschuldung etwas gestiegen. Die Aktie kam im vergangenen Jahr unter Druck, als eben diese große Amazonisierung als Gefahr heraufbeschworen wurde. Da wurde die gleich mit in Sippenhaft genommen. Sie kostet jetzt noch knapp über 20 Euro und ist für mich ein klarer Kauf. Warum? Nicht, weil die Dividende so umwerfend ist. Die wird für mich erst ab 20 Dollar interessant. Da fällt nämlich dann der Aktienkurs, wenn er darunter fällt, steigt die Dividendenrendite auf über 3%. Interessant ist die Dividendensteigerungsrate, die liegt nämlich bei über 20% in den zurückliegenden Jahren, also jedes Jahr 20% Gehaltserhöhung. Da muss man bei seinem Chef normalerweise ganz schön verhandeln. Zweiter Titel kommt aus der Branche Lebensmittel. Das ist Kraft Heinz. Kraft Heinz ist im Sommer 2015, wenn ich das richtig erinnere, aus dem Zusammenschluss des Kraft Food
und der Heinz Ketchup-Firma hervorgegangen. Damals ein Joint Venture von Warren Buffett mit einer brasilianischen Investorengruppe. Buffett gehörte ja damals schon Heinz Ketchup und die Kraft Foods Gruppe ist, ja, wie könnte es anders sein, eine Abspaltung von Altria vor langen, langen Zeiten. Und die beiden hat man dann 2015 zusammengeführt. Das ist ein riesiger Lebensmittelkonzern. Wir kennen wahrscheinlich, ich sag mal, eine der bekanntesten Marken, Philadelphia-Käse, ne? Allerdings ist man in einem Markt unterwegs, der doch sehr gesättigt ist und deswegen ist das Wachstum in dieser Firma eher schwach. Man könnte es als anämisch bezeichnen, ist also so ein bisschen blutarm und auch die Innovation in der Firma ist noch nicht so recht in Gange gekommen. Man sieht es am Aktienkurs, seit dem IPO kommt der auch eher nicht von der Stelle, wenn er mal nicht noch weiter fällt. Eine Aktie, die im Augenblick 3,2% Dividendenrendite zahlt, die in den letzten 2, 3 Jahren ihre Dividende im Durchschnitt um 6% etwa angehoben hat. Viel mehr erwarte ich da auch für die Zukunft nicht. Aber bei solchen Riesen ist es halt immer so, da kann es irgendwann mal eine gute Akquise geben oder eine tolle, bahnbrechende Idee und dann hebt der Aktienkurs auf einmal wieder ab. Für mich ist so eine Schlaftablette im Depot einfach auch ein beruhigendes, stabilisierendes Element in meinem Einkommensstrom. Unter 75 würde ich die Aktie auch noch mal nachkaufen. Im Augenblick bin ich mit einer kleinen Position in dem Titel investiert. Und der dritte Titel. Wir wechseln noch mal die Branche und gehen jetzt in den Möbel- und Einrichtungshandel Williams-Sonoma oder Sonoma, wie auch immer man das ausspricht, Aktienkürzel WSM. Das ist ein Unternehmen, das gestartet hat, als ein Herr Williams irgendwo in dem Ort Sonoma in Kalifornien die Idee hatte, hochpreisiges französisches Kochgeschirr in Amerika zu verkaufen. Wie man weiß, die Amerikaner sind ja nicht unbedingt für die Haute Cuisine bekannt. Und aus dieser kleinen Geschäftsidee ist mittlerweile ein Imperium geworden von vielen kultigen, hochpreisigen Läden, in denen man vom Kochtopf über sämtliche Küchengeräte, die man sich vorstellen kann, bis aber auch hin zum Ledersofa, zum Couchtisch, zur Einrichtung für das Jugend- und Kinderzimmer, alles bekommen kann, was das Herz begehrt. Und ich sag mal ganz kurz, das, was man sich vorstellt, wenn man sich eine gemütliche Wohnung einrichten möchte. So ganz spießig, mit so ein bisschen Keramik, mit Bildern an der Wand, mit Blumenvasen, mit Sofakissen, mit irgendwelchen Deckchen auf dem Tisch. All das kriegt man bei Williams-Sonoma. Das ist so ein schöner Laden zum Stöbern. Was die Jungs exzellent hinbekommen haben, ist die Vernetzung von Online- und Offline-Handel. Vielfach ist es so, die Leute gehen tatsächlich in den Laden rein, schauen sich die Sachen an und wenn man sich für 2000 Dollar ein Sofa kauft oder einen tollen Lesesessel oder eben auch ein schönes Sideboard, dann möchte man das auch mal anfassen, dann möchte man die Verarbeitung prüfen, dann möchte man Probe sitzen. Ja, und genau das kann man in diesen Läden machen. Man kann sich beraten lassen und man kann es dann dort im Laden alles bestellen oder man lässt es sich gleich nach Hause liefern. Also die Lieferung funktioniert sowieso, aber man kann es eben auch am heimischen Computer alles online bestellen. Und mittlerweile macht Williams-Sonoma 50% seines Umsatzes online und die Jungs haben festgestellt, dass durch die Verknüpfung von Online- und stationärem Handel die Kunden im Augenblick durchschnittlich mehr Geld ausgeben, als bei den beiden getrennten Vertriebskanälen das früher der Fall gewesen ist. Also hier haben wir ein gutes Beispiel dafür, wie ein Nischengeschäft, also ein hochpreisiger, kultiger Laden, es geschafft hat, für sich den Online-Handel auch zu meistern. Wie immer, das gilt auch heute und das gilt auch für die vorangegangenen Videos. Ich bin in allen diesen Titeln investiert, daher bitte mache jeder seine eigene Einschätzung dieser Titel, was passt zum eigenen Portfolio, was passt zur eigenen Kontogröße. Ich bin natürlich, wenn ich investiert bin, auch ob ich es will oder nicht, irgendwie parteiisch. Und deswegen lehne ich auch jede Verantwortung ab, wenn nachher irgendein Investment in die Grütze geht. Ich muss damit mit meinem Geld gerade stehen und ihr steht mit eurem Geld gerade. Ihr dürft natürlich alle Gewinne und Dividenden, die anfallen, dann auch behalten. Da will ich nichts abhaben, aber Verantwortung für eventuell entstehende Verluste übernehme ich natürlich nicht.
Ich hoffe, diese kleine Videoserie hat euch erstmal ein paar Ideen geliefert für das Jahr 2018. Im Augenblick sieht es ja so aus, als würden wir in den nächsten Wochen und Monaten günstige Shoppingkurse sehen. Und dann könnte man sicherlich noch den einen oder anderen Titel, der in den vergangenen 4 Videos etwas teuer erschien, auch noch günstig nachladen. In diesem Sinne, halten wir das Pulver trocken, passen wir auf unser Geld auf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nils Gajowi.